Ja, der morgendliche Blick um 5 Uhr aus dem Pennerlagerfenster zeigt mir heute am 19. November 2022, fällt draußen hier im hohen Westerwald der erste Schnee. Und ich muss sagen, ich freue mich über Schnee immer wie ein kleines Kind und über den ersten Schnee sowieso. Und so wie es aussieht, gibt es heute so einen Tag, einen Schneetag. Der dauert nicht lange, der dauert 12 Stunden. Und diesen Schneetag werde ich jetzt von der ersten Minute an nutzen. Es sieht heute nach leichtem Dauerfrost aus. Und wenn es ein bisschen schneit, dann kann man vielleicht schon Zipfelbob fahren oder zumindest eine kleine Schneewanderung machen, soweit mir das möglich ist. Was ist hier los, Junge? Was geht hier ab? Ja, es ist klasse. Auch meine Hunde sind ganz aufgeregt. Fly und Lutz, sie kennen den Schnee schon vom letzten Winter. Da gab es hier auch ein bisschen Schnee. Und Schnee ist für uns, für meine Hunde und für mich immer einfach ein Geschenk des Himmels. Und ja, heute werden wir mit Sicherheit in der Lage sein, ein bisschen Zipfelbob zu fahren, denn da genügt nur wenig Schnee. Und ja, die Hunde kennen das, die freuen sich, ich freue mich auch. Und ich hoffe, dass es an diesem Samstag so bleibt, wie der Wetterbericht vorhersagt, nämlich ein bisschen Dauerfrost hier im hohen Westerwald. Nicht lange, nicht ewig, aber ich liebe ja, wie schon immer, das Sekundenglück. Und das Sekundenglück, das scheint uns heute mal wieder, ja, vertraut zu sein. Und das nutzen wir, das nutze ich und das freut mich. Und ich laufe hier wieder gerade nackt und barfuß um meinen Wohnwagenareal, um meinen Wohnwagencamp. Friere mir dabei natürlich die Füße ein, aber das ist eigentlich scheißegal, denn gleich verziehe ich mich wieder in meinen warmen, gemütlichen Wohnwagen und warte, bis es hell wird. Und dann wird es losgehen mit einer ersten Schneesession in diesem Winter 2022-23.